Wenn du an Wissenschaft denkst, stellst du dir Reagenzgläser, Bunsenbrenner oder Pilzkulturen vor. Woran man nicht gerade denkt, ist Kunst, Architektur oder der Jugendstil aus den 1890er Jahren. Wissenschaft oder eher das Studium der Stammzellen hatten Einfluss auf das berühmte Werk Celebration of Spring. Aber wie? Auftritt: Deutschlands erster Multislasher. Ernst Heinrich Haeckel ist Zoologe, Naturwissenschaftler, Physiker, Philosoph, Arzt, Meeresbiologe und Künstler. Puh! Aber was ist die Verbindung zwischen Haeckel und dem Jugendstil? Wie sieht ein Virus aus? Dank der Mikrofotografie können wir heute Organismen tausendfach vergrößern und aufnehmen. Für Ernst Haeckel war diese fortgeschrittene Fotografie keine Option. Vor der Mikrofotografie war in der Wissenschaft Skizzen und Zeichnen ein ganz wichtiger Bestandteil der Dokumentation. Heutzutage ist Haeckel vor allem bekannt für seine ästhetischen und sehr schönen detaillierten Abbildungen von Pflanzen und Tieren. Heute findet künstlerische Wissenschaft immer noch statt, allerdings etwas anders, durch wissenschaftliche Illustrationen und Designs. Thomas Splettstößer ist Biologe und wissenschaftlicher Illustrator. Wissenschaftler schicken mir ihre Rohdaten der Forschungsergebnisse zu, die ich dann möglichst anschaulich und verständlich visualisiere. Ähnlich wie bei Haeckel geht es bei mir auch darum, Objekte darzustellen, die mit dem bloßen Auge keiner sehen kann und von denen niemand weiß, wie sie eigentlich aussehen. In Haeckels Fall war es die Dokumentation des Ungesehenen. Diese ist Teil seines berühmtesten Werkes, das Buch Kunstformen der Natur. Der Bildband erfreute sich großer Popularität, vor allem wegen Haeckels Stil. Er hat die Abbildungen wie schöne Gemälde gemalt und nicht wie die sonst üblichen, drögen wissenschaftlichen Zeichnungen. Seine Gemälde waren so unüblich für die Wissenschaft, dass sie die Aufmerksamkeit der Kunstwelt auf sich zogen. Emile Gallet, einer der Gründerväter des Jugendstils und Künstler hinter Celebration of Spring, besaß ein Exemplar von Haeckels Buch und nutzte es als Inspiration. Andere Künstler aus dieser Zeit waren ebenfalls bekannt dafür, dass sie die detaillierten ornamentalen Muster, die aus Haeckels Hand stammten, sich aneigneten oder von ihnen inspiriert wurden. Für Thomas besteht seine Kunst darin, Rohdaten in 3D-Formen zu verwandeln. Wissenschaftler schicken mir ihre Strukturdaten, in denen die Koordinaten jedes Atoms definiert sind. Nachdem exportiere ich die Geometrie und lade sie ins 3D-Programm. Dort kann ich Texturen und Farben hinzufügen. Aber woher weißt du, welche Farben und Texturen du verwenden musst? Ja, bei den Proteinen ist es oft eine sehr individuelle Entscheidung. Manchmal gibt es zum Beispiel virale Proteine und menschliche Proteine. Und dann gibt man eine Farbpalette halt den Viralen und eine andere Farbpalette den Menschen. Deine Arbeit mag Künstler faszinieren, aber nicht jeder möchte, dass sich Kunst und Wissenschaft mischen. Haeckels Bilder wurden überwiegend begeistert aufgenommen. Allerdings gab es teilweise auch Kritik von anderen Wissenschaftlern, dass die Bilder einfach zu schön waren und nicht unbedingt eine naturgetreue Abbildung der dargestellten Lebewesen entsprach. Thomas, sehen sich deine Entwürfe nicht ähnlicher Kritik ausgesetzt? Ja, auch meine Abbildungen werden ab und zu mal kritisiert, dass meine Darstellungen von einem tödlichen Virus einfach zu hübsch und zu ästhetisch waren. Allerdings, ein Virus ist eigentlich neutral, der ist weder gut noch böse, der macht auch nur seinen Job. Und nur weil wir davor große Angst haben, muss man ihn nicht zwingend auch als bösartig darstellen. Es scheint, als ob die Wissenschaftscommunity nicht sehr offen für das Schöne und Ästhetik ist. Aber gibt es dafür einen Grund? Aus der Perspektive der Wissenschaftler kann eine allzu künstlerische Darstellung problematisch sein, weil für den Betrachter dieses Kunstwerks dann nicht mehr ganz klar ersichtlich ist, was war die freie Interpretation des Künstlers und was ist der eigentliche wissenschaftliche Kern dieser Abbildung. Früher durch Haeckel und heute durch die Arbeit von Thomas versucht die Kunst, die Lücken in der Wissenschaft zu füllen. Ich denke, dass Kunst und Wissenschaft auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen miteinander verbunden sind. Und eine Sache, die sie aber gemeinsam haben, ist, dass beide versuchen, die Welt um uns herum zu verstehen und zu beschreiben. Es gibt immer noch sehr viel Unentdecktes in der Wissenschaft. Und dort, wo wir nicht hinsehen können, ist es die Kunst, ob nun schön oder nicht, die uns hilft zu sehen.